So, also hier wieder viele schöne Fahrzeuge auf dem Weg zur Halle 15. Und da, oh da, Moment, hier bleiben wir noch. Hier bleiben wir noch. Also schau mal, also hier oben, da steht ja schon die Marke. Die machen Wohnmobile, kommen aus England, sind glaube ich erst das zweite Jahr hier in Deutschland vertreten. Und da habe ich euch eine Person oder einen Händler, der ist irgendwo da hinten, Moment, irgendwo muss er sein. Hallo, da ist er, der Thilo. Der Thilo, Thilo, bleib hier, bleib ja. hier, bleib hier. Ich habe dich gerade gesehen, hier ja. beim Stand. Ja, guten Tag. Was tust du hier? Ich versuche Fahrzeuge zu verkaufen von Autosleeper. Das haben wir neu im Programm. Und also kurz ich unterbreche, Entschuldigung. Ja. Den Thilo kennen viele, viele Wohnmobilisten vom Stellplatz Damp. Ja. Damp, ein Begriff in der Wohnmobilszene. Und jetzt fängt er an, sich für die Wohnmobile zu begeistern und hat die Vertretung von dieser Marke übernommen. Ja. Hm? Ja. Und jetzt komm, zeig mal, was ist denn da so anders? Mein Wohnmobil kann man jetzt nicht neu erfinden. Gibt es da andere Sachen? Ja, andere Sachen gibt es. Diese Fahrzeuge werden eigentlich im kompletten Zustand mit Gastank, mit, also man braucht nichts dazu zu kaufen. Die haben alle Automatik, die haben ist die Markise auch schon dabei? Markise ist dabei, die haben Geschirr dabei, komplett ausgestattet, man kann so damit losfahren. Also du kaufst das Fahrzeug und kannst losfahren? Ja. Du musst nur noch Geld mitnehmen? Geld für den mitnehmen, Diesel-Tank. Ja, und Fernseher. Fernseher ist nicht dabei. Hast du irgendwo ein Fahrzeug, wo du uns zeigen kannst? Ja, natürlich. Nehmen wir mal den hinter mir. Sind gerade Leute drin? Gerade Leute drin. Ja, der Thilo mit seinem Fahrzeug. Und das ist übrigens die Marianne, ja. auch vom Stellplatz Damm. Ja. Kennt man doch. Ja, sehr schön. Aber jetzt, Kathi, das ja. Raumgefühl. Kommst du mit? Ja. Das schauen wir uns gemeinsam an. Okay. Der Thilo wartet, bis ein Fahrzeug frei wird. Ja. So, Kathi, der Thilo ist bereit, schon wieder im Verkaufsgespräch. Komm, geh mal rein, wir schauen uns das selber an. Ja, und? Was ist da anders, aber was? Da fehlt der Tisch. Da hat es keinen Tisch. Der und Tisch fehlt? Keine Stolperfalle, keine Stufen. Und da die Sitzflächen, die sind größer als bei uns. Viel ja, tiefer. Da kann man bequem hinsitzen. Enormes Raumgefühl, schön. Oder? Ja, sehr schön. Aber wo ist jetzt der Tisch? Der Tisch, ich glaube, der ist irgendwo in einem im Schrank. Kasten. Schau mal da beim Kühlschrank nebenan. Schau mal. Dann müssen wir den so. So, Kathi, Tischlein deckt dich. Findest du diese Idee gut? Finde ich gut, ja. Du kannst den Tisch aufstellen, wenn du ihn brauchst. Und wenn du ihn nicht brauchst, zum Fernsehschauen, kannst du ihn wieder im Schrank aufräumen. Ist dir aufgefallen, was für eine Sitzfläche hier, ja, was es hier gibt? Ja. Weit so haben wir das noch nie gesehen. Hm. Totale neue Bauart. Und dann die Küche. Was sagst du zur Küche? Was mir gleich aufgefallen ist, ist die Arbeitsplatte hier und hier zum Ausziehen, je nachdem, wie viel man braucht. Dann hat es hier drei Gaskocher und eine Elektroplatte. Einen Backofen, eine Wärmeschublade, zum Teller vorwärmen und hier ein Mikrowellenherd, ein Gefrierfach, ein großer Kühlschrank und der ist groß, hat viel Platz. So, und hier haben wir den Schlafbereich. Da gibt es einmal diese Ausführung mit einem französischen Bett, das unten gegen unten schmaler wird, und eine andere Ausführung mit zwei Längsbetten und Mittelgang.
Die haben dann allerdings nicht diese großen Kleiderschränke. Das ja, muss jeder selber entscheiden, wie er es braucht. Hier hat es noch einen Schminkspiegel für die Frau mit Schränkchen. Und hier geht's in die Toilette und die Dusche. Die auch sehr hoch ist. Deutsche Technik, britische Handwerkskunst. Das war jetzt ein kleiner Einblick in einen Autosleepers Mercedes Coach Bolt. Informationen über weitere Autosleepers Modelle wie den Van, den Kassenwagen oder den teilintegrierten finden Sie auf der Homepage unter www.auto-sleepers.com oder wenden Sie sich direkt an www.wohnmobilpark-damp.de.